zusammen und damit heiße ich euch heute mal wieder herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von uns. Ehrlich gesagt habe ich lange überlegt, was ich mit diesem Video hier mache. Diese Folge lag nun schon einige Monate auf meinem Mac umher mit der Überlegung, ob ich sie euch wirklich jemals zeigen soll, will oder möchte. Aber heute ist es eben soweit und ich kehre mal wieder sehr alte Aufnahmen aus meinem Keller direkt in euer Wohnzimmer. Aber keine Sorge, alles bleibt sauber. Ich hatte ja im Vorfeld immer wieder mal zwischendurch erwähnt, dass es ab und an und in der Häufigkeit immer seltener sehr alte Videos geben wird und heute wird so ein Tag. Denn das alte Zeug muss raus, es wird ja nicht besser. Diese Aufnahmen sind wackelig und qualitativ nicht gerade toll, aber unverfälscht, authentisch und bestmöglich aufgearbeitet, auch wenn man es kaum glauben mag. Also kommt nun am besten mit auf diese altertümliche Tour und ich erzähle euch gleich ein wenig mehr zu dieser Anlage. Sollten euch verlassene Orte hier im Osten Deutschlands interessieren, dann werft doch mal einen Blick auf unseren Kanal. Dort gibt es jede Woche Mittwoch eine neue Folge zu diesem Thema. Reinschauen lohnt sich also auf jeden Fall und nun wünsche ich euch viel Spaß mit dieser Folge. Wir sind UrbexLE direkt aus Leipzig und heute zeigen wir euch einen kleinen Teil des ehemaligen Braunkohlekombinates Espenhain oder wie es offiziell hieß, VEB-Kombinat Espenhain. Schon merkwürdig, dass man in der DDR ganze Dörfer in Kombinate umwandelte, aber in der DDR ging eben alles. Aber wie kam es eigentlich dazu und was wurde hier so über die ganzen Jahrzehnte getrieben? Dazu begeben wir uns am besten in das Jahr 1937, also noch vor dem Zweiten Weltkrieg, als die Aktiengesellschaft Sächsische Werke, kurz ASW, im beschaulichen Espenhain, einem 2000-Seelendorf, mit der Erschließung eines Braunkohlekombinates begann. Dass es hier große Kohlevorkommen gab, war schon viele Jahre zuvor bekannt. Entsprechend schützte man diese Gebiete vor zum Beispiel Bebauung, auch wenn manche Orte bereits auf Kohle sprichwörtlich saßen und wies diese auch zukünftig aus. Dies geschah zum Beispiel hier schon 1912. Doch es sollte nicht nur beim Tagebau und somit dem Abbau und der Gewinnung von Braunkohle bleiben. Über die ersten Jahre entstand hier deutlich mehr. Neben dem Kohleabbau wurde die Kohle in einer neu angelegten Brikettfabrik direkt weiterverarbeitet. Diese Fabrik ist übrigens nach wie vor existent, in Teilen sogar in Nutzung und steht unter Denkmalschutz. Darüber hinaus gab es ein Schwelwerk, wo man Kohle bei etwa 600 Grad veredelte. Es gab diverse Teerverarbeitungsanlagen, ein Gaswerk, eine Schwelgewinnung sowie ein riesiges, weithin sichtbares Großkraftwerk, welches natürlich auch mit Kohle betrieben wurde und zwischen 1940 und 1942 mit den anderen Anlagen in Betrieb ging. Mit der Errichtung der vielen Industriezweige verschwanden auch einige Ortschaften, Dörfer und Gemeinden, insgesamt 14 Stück, wie zum Beispiel Magdeborn, Teile von Markleberg sowie Großdeuben und viele, viele weitere. Insgesamt mussten etwa 8700 Anwohner umgesiedelt werden. Dort, wo die Dörfer einst standen, ist heute zumeist Wasser.
Die Anlage bekam gerade in den letzten Kriegsjahren eine wichtige Funktion, die Herstellung von synthetischem Benzin zur hauptsächlichen Versorgung der Luftwaffe und der Wehrmacht. Das Werk war seinerzeit weit voraus und diente vielen anderen noch Jahre später als Vorbild, vor allem weil man entstandene Nebenprodukte entsprechend direkt sinnvoll weiterverarbeiten konnte, angefangen von Schwelerzeugnissen bis hin zur weitergenutzten und weitergeleiteten Wärme. August 1946 übernahmen die Sowjets die Anlage inklusive aller Nebenwerke als Reparationsleistung und bauten diese wieder auf. So entstand 1954 mit der Übergabe des Werkes an die frisch gegründete DDR der volkseigene Betrieb Kombinat Espenhain. In den folgenden Jahren wurde vor allem das Großkraftwerk enorm erweitert und mit 670 Megawatt Leistung und 8% der insgesamt landesweit erzeugten Energie zum größten Kraftwerk der gesamten DDR. Bei einem Zwischenfall im Kesselhaus 2 und der daraus resultierenden Großhavarie 1959 kamen insgesamt 17 Mitarbeiter ums Leben, viele weitere wurden verletzt. Ende der 60er Jahre legte man das Kombinat mit dem VEB-Kombinat Otto Grote Wohlböhlen und dem VEB-Teerverarbeitungswerk Rositz zum VEB-Erdölverarbeitungskombinat Otto Grote Wohl zusammen, damit man nicht einmal zwei Jahre später wieder alles über den Haufen warf und strikt Erdöl von Kohle trennen wollte. Also alles wieder auf Null und der VEB-Braunkohlekombinat Espenhain entstand erneut. Sollte euch dieses Thema übrigens noch mehr interessieren oder ihr wollt noch detaillierte Informationen, dann schaut doch am besten mal in die Infobox, dort blende ich euch ein, zwei Links ein, da könnt ihr die Geschichte noch ein bisschen genauer verfolgen. Am 8. Februar 1990 beschloss der DDR-Ministerrat, Teile der Anlage bis 1991 stillzulegen. Infolgedessen kam es zu massiven Entlassungen und im August 90 ging bereits der erste Schwelofen aus. Das Kraftwerk 2 blieb noch bis 1996 am Netz. Im selben Jahr verließ der letzte Zug mit Kohle das Werk, während das Großkraftwerk erst ab 2000 Stück für Stück heruntergefahren wurde und erst über 10 Jahre später aufwendig zerlegt und im Anschluss im Oktober 2016 gesprengt wurde. Mittlerweile ist die Rekultivierung des 40 Quadratkilometer großen Tagebauareals fast abgeschlossen. Es entstanden eine Menge Seen, Naturschutzgebiete und tolle neue Landschaften für Wanderer, Angler und eben auch für Tiere. Was genau in der hier gezeigten Anlage geschah, konnte ich nicht herausfinden. Vielleicht habt ihr ja eine Vermutung. Der Zustand war vor allem ziemlich vermüllt und verschmutzt. Warum diese Anlage nicht auch schon längst weggerissen oder beseitigt wurde, ist mir ein Rätsel, denn eine Neunutzung halte ich mal für ausgeschlossen. Damit soll es das jetzt von mir gewesen sein. Ich verabschiede mich natürlich wie immer noch mit einigen vielen Bildern, bleibt mir gesund und munter und dann hören wir uns und sehen wir uns hoffentlich nächste Woche Mittwoch wieder. Bis dahin, macht's gut, bis bald und ciao.